Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvete Spectatoris, zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin heute nicht alleine da. Ich spiele Total War Saga Troy, den neuen DLC, Ajax und Diomedes. Ich bin der Ajax und der Diomedes ist der Mr. Merp. Ich grüße dich. Ja, hallo, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, es ist wieder mal soweit. Wir können mal wieder was zusammen aufnehmen. Und wir haben uns gedacht, wir gehen mal wieder so ein bisschen in die Mythenwelt hinein. Und ich finde, das ist sogar ein ziemlich geiles Projekt, weil wir sind auf derselben Seite. So als Kooperatives macht das jetzt, glaube ich, schon gedanklich Spaß. Ja, und ich denke auch, es ist jetzt mal zum Release oder zum baldigen Release dieses neuen DLC ganz interessant, das mal im Multiplayer dann auszuprobieren. Den Multiplayer gibt es jetzt halt mittlerweile. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass wir erstmal nicht gegeneinander, sondern wir wollen erstmal kooperativ spielen. Und das ist so unsere erste Erfahrung mit dem Multiplayer, zumindest bei mir, also mit dem Kampagnen-Multiplayer. Bei mir auch. Und dementsprechend ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man sich das mal so ein bisschen im Vorfeld halt anguckt. Kleiner Hinweis auch noch, der Multiplayer ist noch in der Beta, also der ist noch nicht vollständig fertig. Es kann also hier Probleme geben, aber wir wollen trotzdem versuchen, alles, was irgendwie geht, rauszuholen. Dann noch ein weiterer Hinweis, für euch wichtig zur Einordnung, wenn wir euch dieses Spiel hier präsentieren. Den Code für das Spiel haben wir vom Publisher bekommen. Und noch ein abschließender Hinweis. Ihr könnt uns unterstützen, falls ihr bei Epic Games irgendwas ordern wollt irgendwann mal, könnt ihr unseren Creator Tag eingeben. Den findet ihr bei dem jeweiligen Let's Player, also beim Merp findet ihr Merps Code und bei mir findet ihr meinen in der Videobeschreibung. Genau. Und das Video vom Merp ist auch bei mir verlinkt und umgekehrt auch. Also, genau. Falls sich jetzt hier die Merp-Zuschauer hin verirrt haben sollten, dann können die über den Link von Merps Video direkt zu Merp gehen. So, und du gerade so als Hinweis. Und umgekehrt, noch. Genau. Genau, ja, passiert ja auch. So, okay, also, was spielen wir? Also, du spielst den König von Argos, Diomedes. Und du spielst ja? Die Salami. Ich spiele den Ajax von Salamis, genau, tragische Heldenfigur, ist dem Wahnsinn verfallen, wollte eigentlich die griechischen Heerführer töten, nachdem er darüber frustriert war, dass Odysseus die Waffen des Achilles zugesprochen bekommen hat. Athene strafte ihn mit Wahnsinn und Ajax ging darauf hin und schlachtete diverse Herdentiere ab. Er kannte dann nachher seine schändliche Tat, also er wollte eigentlich alle griechischen Anführer und sich selbst dann töten, ne? Hat das dann aber nicht geschafft, weil er eben dem Wahnsinn anheimgefallen ist. Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, oh oh, ich habe da was total Schändliches gemacht. Ich habe nämlich nur irgendwelche Tiere platt geprügelt. Und ja, daraufhin entspinnt sich das Drama um Diomedes, nicht um Diomedes, sage ich jetzt schon, um Ajax, auf das wir noch eingehen werden. Er tötet sich nachher selbst und ist insofern eine tragische Heldenfigur. Eigentlich übrigens, also dass es den historisch gegeben hat, ist in meinen Augen strittig. Also in meinen Augen ist er eher eine mythische Figur, denn er taucht, glaube ich, nur in einer Tragödie des Sophokles auf. So viel dazu. Ja. Also ich spiele den Diomedes und der Diomedes ist mehr oder weniger dafür bekannt, dass er ja einerseits der König von Argos geworden ist, auf der anderen Seite wurde sein Schwertarm mehr oder weniger, oder manche Darstellungen sind glaube ich auch so, dass mehr oder weniger Athene in ihn gefahren ist im Laufe der Schlacht um Troja. Also auf jeden Fall wurde er durch Athene zu einem übermenschlich starken Kämpfer, der den Aeneas, der Sohn der Aphrodite war, schwer verwundet hat und diese kamen dann Aeneas zu Hilfe und daraufhin griff Aeneas, weil er sie sehen konnte, was normalerweise nicht der Fall ist bei Sterblichen, weil Athene halt quasi ihn geführt hat, sogar Athene an. Ares wollte eingreifen und ja, wurde dann von einem Sterblichen, von Diomedes selbst verwundet. Und das hat mehr oder weniger so eine gewisse Qualität der Eskalation des Trojanischen Krieges, mehr oder weniger so als, man könnte es als Meme bezeichnen, ne, sag ich jetzt mal. Und er war auch einer der Kämpfer, die im Trojanischen Pferd letzten Endes gesteckt haben und die Tore geöffnet haben. So, wollen wir mal loslegen? Genau, legen wir los. Also nur ganz kurz noch was zur Spielweise.
Der Ajax hat eine defensive Infanterie mit Fernkämpfern. Mhm. Und du? Ich habe so Axtkämpfer und Schwertkämpfer, die ziemlich wild sind und in der Lage sind, Flankenangriffe besser auszuhalten und teilweise auch Flankenangriffe besser so aus. Also die bekommen dann mehr Boni, wenn sie selber Flankenangriffe durchführen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, legen wir los, ne? Genau, den Rest sehen wir ja gleich drin. Spannung, während das Spiel hier tickert. Startet, ja. So. Ich habe übrigens schon einmal ganz, ganz kurz so 10 Minuten reingeguckt, also im Singleplayer wohlgemerkt. Aber da habe ich jetzt nicht so viel quasi schon rausfinden können, tatsächlich. Mhm. So, da sind wir drin. Hey, das erspart uns ja sogar gerade eben hier die Musik. Hast du da auch deinen so einen komischen Epic-Code da die ganze Zeit da oben eingeblendet? Ich sehe bei mir jetzt nix. Vielleicht bin ich aber auch gerade ein bisschen blind. Also bei mir ist da die ganze Zeit so ein Epic-Code da oben. Keine Ahnung, was das sein soll. Also direkt im Zentrum oben. Ich weiß nicht warum. Okay. Also, aber vielleicht kommt es bei dir ja noch, weil ich bin jetzt hier erstmal dran. Also ich habe jetzt hier... Nee, warte mal, du bist dran. Genau, ich du bin bist dran. Ja, genau. Richtig, du bist dran. Ach, das ist vielleicht deine. Ach, das bist du da oben. Das soll zeigen, dass. I see. So, was wollen wir denn machen? Tauschabkommen. Nee, das bringt hier nichts, ne? Verteidigungsbündnis brechen? Wir haben schon eins, ne? Naja. Nee, wir haben sogar schon ein militärisches Bündnis. Also, wir haben eigentlich schon alles. Was das angeht, auf jeden Fall, genau, ja, alles klar. Ich muss übrigens zugeben, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Ich auch nicht. Ehrlicherweise. Warum habe ich hier ein Gebäude, das... Ah, weil mir das mehr Munition gibt wahrscheinlich, ne, okay. Ist natürlich nie so sexy, wenn man hier Gebäude hat, die einem Einfluss in der eigenen Provinz abnehmen, ne. So, wir haben zwei Plänkler, zwei Speerträger, Ajax-Gefährten, das ist unsere starke Tank-Infanterie und wir haben eine Billo-Einheit Inselkeulenkrieger. Was ist das für ein Anführer da drin? Kann ich schlecht sagen, ne? Okay, versuchen wir unser Schlechtestes hier. Okay, also das wäre so unfassbar einfach, wenn ich das automatisch mache, ne? Mhm. Und um hier ein kleines bisschen Zeit zu sparen, machen wir das auch. Into the fray. Ich muss dir mal vorwarnen, ich habe hier tatsächlich, diesen Blood and Gore Patch bei mir drauf. Liegt deiner auch kopflos rum? Ja. ich habe das heute zum ersten Mal gesehen. Also seitdem ich diesen Blood and Gore Patch bekommen habe, auch von CA, habe ich das heute zum ersten Mal gesehen. Und ich saß dann erstmal so mit offenem Mund da. Ja, genau. Ich glaube, das erhöht ein bisschen so den Jugendschutz, also beziehungsweise das Alter, du weißt schon. Die Altersfreigabe, ja. Genau. Ja, da kriegt die Bezeichnung Hals über Kopf eine ganz neue Bedeutung, ne? Definitiv. Okay, also ich verliere monatlich übrigens Bronze, weil meine Gefährten Bronze kosten. Das heißt also, Bronze brauche ich bald, ne? Also Bronze produziere ich in Argos, glaube ich, ziemlich gut. Dann machen wir das nämlich so. Ja, ich brauche jetzt erstmal hier ein bisschen Bronze für meine Jungs. Mhm. Okay, wo kriege ich noch Bronze her? Diomedes. Wo kriege ich Bronze her? Hier auf jeden Fall nicht, ne? Was sind das hier für Gebäude? Fertigungslager. Gunst des Hephaistos. Minus 20% Baukosten, Bronze, diese Provinz. Ach, das reduziert die Baukosten der Gebäude. Das kann sein. Das ist schlecht, ne? Das ist nicht so schlecht. Ich habe hier noch ein Holzdepot. Leute. Okay, was gibt es hier noch? Der Gönner hat Holz vor der Hütte. Aber mächtig, ey. Eigentlich baut man diese Lehmziegelhäuser am Anfang, ne? Jede Fraktion hat ein bisschen was anderes. Ich meine halt nur, man baut diese Lehmziegelhäuser am Anfang, um
mal, wo ist Megara? Megara ist hier, alles klar. Ja, dann bau mir hier doch mal bitte. Was gibt's denn hier für tolle? Gibt's hier tolle Rekrutierungsgebäude? Inselplänkler, archäische Schleuderer. Mhm. Ja, I don't know. That is beyond me. Die Schleuderer kriege ich auch so, ne? Wahrscheinlich, ja. Dann machen wir Folgendes. Also hier, du reduzierst uns ja die gewährt beim Bau eine Unterstützung. Was heißt denn das? Eine Unterstützung. Was müssen wir hier übrigens machen? Hier können wir so Feiern durchführen. Okay, das müsste ich mir alles gleich nochmal im Detail angucken. Das mache ich dann, wenn der Merp dran ist. Mhm. Der Pfad zu wahrer Größe. Ah ja, genau, das ist unsere... Ja, danke. Das ist unsere besondere Spieleigenschaft. Also wir können hier legendäre Kämpfer besiegen, um selbst, also um die selbst rekrutieren zu können, ne? Mhm. Wir könnten zum Beispiel hier Ormenios herausfordern für 2200 Nahrung. Wo ist denn der überhaupt? Er ist halt hier, ne? Aber das müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht machen. Erinnert aber so ein bisschen jetzt auch an, nicht an Hector, wie heißt er denn? An Achilles so ein bisschen. Also der will ja auch immer alle so herausfordern, dachte ich. Ne? Genau, ja, genau. So glaub, ich glaube auch, ne? Okay, diese Unterstützung, die machen wir etwas später. Dann sollten wir vielleicht nur unsere Gebäude bauen und dann ist der Map dran. Alles klar. Gibst mir Holz. Du wirst mir dann bitte auch noch Holz geben. Und wenn wir dann Holz haben, nächste Runde. Wobei, wir können ja auch so machen, wir machen es andersrum, weil hierdurch sparen wir. Kostet das Stein eigentlich, wenn ich das baue? Kostet kein Stein, ne? Das kostet nur Holz. Ah ja, komm, da bauen wir, Junge. Und hier... Das da kannst du gar nichts bauen, ne? Ich finde ja ansonsten auch Spione und Gesandte sind ja auch wichtige Helden, ne? Oh ja, oh ja. Die man dringend gebrauchen kann. Ja, wir können halt echt nur ein Gebäude errichten. Das ist halt echt so ein bisschen lame. Ja, du startest nur mit einer kleinen Siedlung, ne? Ich habe schon eine kleine und eine große von Anfang an. Mhm. Also merkt man schon, dass der Start von Diomedes ein bisschen angenehmer ist, zumindest was die... Ich habe auch eine große, doch, ich habe auch eine große, das ist in Ordnung, ja, das... Ach, du hast auch Megara dann noch. Ja, ja, genau. Jetzt sehe ich es gerade eben erst, ja, hier ist das Zeichen, okay. Dann musst du die Ägina holen, aber hol dir dabei keine Angina. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich glaube, also so ein bisschen Meat Shield brauchen wir, ne? So, das schadet nichts. Und noch zwei Fernkämpfer, weil die da kriege ich nicht so einfach. Und jetzt tauschen wir noch ein bisschen, Nahrung ein. Für. Ja, wer braucht denn, du brauchst Nahrung, oder was? Kein Interesse an Nahrung. Okay, dann gehen wir mal gerade, durch. Wer hat denn Interesse an Nahrung? In Grün heißt, die haben Interesse. Du hast zum Beispiel kein Interesse, Pylos hat kein Interesse an Kupfer. Wow, die Ajax-Gefährten sind aber ziemlich taffe Dudes, ey. Mm, die sind echte Tanks auf jeden Fall. So, und wenn ich dem noch Nahrung gebe, weiß ich nicht, 400 oder so, und dann... Okay, und dann will ich irgendwie 400 hiervon haben. Okay, das geht überhaupt nicht klar. Dann machen wir das auf 0 und dann... Oh Gott, Alter. Tja, und dann noch hier irgendwie 200 oder was vielleicht? Okay, ich glaube, wir nähern uns so ein bisschen der Sache hier. So. Komm, dann kriegst du 300 Nahrung für 190 Kupfer. Und das finde ich erstmal gut. Ich muss leider noch ein kleines bisschen Diplomatie machen. Jojo. Du wirst gleich schon mal den besten Deal rausschlagen, ne? Aber safe, ey. Vor allen Dingen, ich will halt gucken, wo ich halt noch Kupfer herbekommen kann, ne? Weil ich brauche unbedingt eben Kupfer. Also mit Pylos habe ich schon gehandelt. Also Kupfer wirst du hier nicht herkriegen, aber Bronze. meine ich Bronze, ja, Bronze, ja. Genau, genau. Genau, Bronze suche ich. Hm. Also ich habe auf jeden Fall ein Bronzedorf, aber... Also ich produziere Bronze. Aber wir beide wissen, Bronze ist das, was man ab dem Midgame hier in diesem Spiel braucht, wie nix
gut ist. Also, das ist der geile Scheiß. Man produziert ja auch mega wenig davon im Vergleich zu allem anderen. Ja. Ah, das ist ganz witzig. Der braucht unfassbar lange, um hier die Ressourcen zu aktualisieren. Okay, so, ich nehme dir mal noch deine ganze Bronze weg. Sparta. Selber schuld, ne? Will ich noch irgendwie nicht Angriffspakt mit den Arkadiern? Ich weiß es nicht, ne? Boah, Alter, und dann kommen nur noch Leute, die mich hassen, ne? Okay. Es gibt leider viel zu wenig Leute, die mich mögen. Ich gucke mir gerade eben die kooperativen Siegesbedingungen an. Ich frage mich, haben die Entwickler ihr Spiel schon mal selbst gespielt? Sorry, wenn ich das so aggressiv sage, aber wir sollen gemeinsam 150 Einheiten unterhalten. Das dauert dann ein bisschen, ne? Ganz im Ernst, von dem Wirtschaftssystem zumindest, also wir haben es eine Weile nicht mehr gespielt, ne? Aber als ich mich das letzte Mal daran erinnern kann, war es mir unmöglich, mehr als 3 Fullstack-Armeen irgendwie zu finanzieren, weil das System so exponentiell hochgeht. Also nach der Logik müsste ja jeder von uns 7 Armeen unterhalten, gefühlt. Also. Okay. Das dauert noch so ein paar hundert Jahre, bis wir das geschafft haben, ne? Es ist wirklich eine Odyssee, dieses Spiel dann zu spielen, ne? Im wahrsten Sinn des Wortes. So, ich greife da mal auch hier an. Hier habe ich jetzt auch meine Initialschlacht. Die berechnen wir auch einfach mal, weil... Ja, es ist eine relativ offene Schlacht, aber es müsste eigentlich gehen. Cut them down! Und diese Noobs, die da daran jetzt sterben, ja mei, dann sterben sie halt. Alter Falter. Autsch. Läuft hier immer so ein bisschen auf Hickhack-Kübe ab hinaus, oder? Ein kadmeischer Sieg. Eieiei, du hast eine Einheit verloren. Ja, ich weiß. They shall become our slaves. Ich fange aber auch mit so richtigen Crap-Units an. Du hast 2 Armeen, wusstest du das? Ah, nee, warte mal, der Agamemnon? Warte der mal, ist nicht meiner. Ah, der, stopp, halt, der wird mir... Stopp, ja, das ist mein Verbündeter gewissermaßen, deswegen wird der mir anders angezeigt. So, ich gehe jetzt erstmal hier wieder in mein eigenes Gebiet zurück, weil... wenn ihr auf normal spielt, Leute, könntet ihr jetzt hier durchmarschieren. Das habe ich nämlich bei meinem Playtest gemacht und dann hier Erchomenos direkt einnehmen. Würde zwar auch Units verlieren, aber ihr könnt das. Hier kann ich das jetzt nicht. So, hol ich mir gerade eben. Wir spielen ja auch auf sehr schwer, ne? Zweithöchste Schwierigkeitsstufe. Genau. Ne? Oder wie es hier heißt, Veteran. Oder Veteran, ne? Ja, Veteran. Ich fühle mich auch gleich schon so veteranisch. was will ich denn hier für Gebäude reinklatschen? Ach, guck mal da. Und den Typen, der ist Stufe 5, den könnte ich jetzt hier herausfordern. Ist ja witzig. Ah, ich reiß das ja ab, ey. Ich will doch nicht gleich ein Gebäude von Anfang an haben, das meinen Einfluss in der Provinz reduziert. Ja, siehst du, das ist bei mir auch so, ne? Ich lasse das jetzt mal noch drin, bis ich meine Fernkämpfer rekrutiert habe und dann ändern wir das nochmal. Ich sehe das nicht ein. Nee, ich ändere das sofort. Ja, ich krieg halt mehr, ich krieg mehr Munition dadurch und weil die Fernkämpfer bei mir so wichtig sind, habe ich gedacht, ich lasse das jetzt noch ein Momentchen drin, ne? Ja. Ja, macht schon Sinn. So, ich habe nicht genug Holz, um noch irgendwas zu bauen. Merp und sein Holz, Merp und sein Holz. So, übrigens hier bei mir die Spielmechanik ist der Meisterstratege. Ich soll auch, im Grunde sind die beiden relativ ähnlich, ich soll halt auch solche Herausforderungen durchführen oder irgendwelche Städte platt machen. Dann bekomme ich sogenannte Dominanzbelohnungen. Also wir bekommen Dominanzpunkte. Und wenn wir genügend Dominanzpunkte haben, können wir die irgendwie in der Diplomatie einsetzen, um dann für uns vorteilhafte Verträge rauszuholen. Also ich kann damit halt einfach, ich hau ihm aufs Maul, also ich verkaufe ihm Ups-Versicherungen, um es mal so zu sagen. Also so funktioniert irgendwie Diomedes hier, ne? Also ich hau ihm halt was kaputt und sag, oh, du, das könnte so weitergehen. Oder du gehst auf den Deal ein.
Und so weiter. Also ihr seht, dafür kann ich jetzt halt Siedlungen einnehmen, sie niederbrennen oder ausrauben. Ich kann Helden von anderen Fraktionen töten oder auch den eigentlichen Fraktionsanführer besiegen. Und dann ändert sich hier so ein bisschen dann quasi das Machtverhältnis und dann geben die irgendwann mal klein bei. So, dann habe ich hier noch die Elite von Argos. Das habe ich noch gar nicht angeklickt. So, der Meistertakter Diomedes weiß um den Wert einer Eliteausbildung. Er kann die Epigonen, seine heldenhaften Gefährten, die auch als Strategoi bekannt sind, herbeirufen, um Streiter für seine Armeen auszubilden. Wählt eine gewöhnliche Einheit, die ausgebildet werden soll, dann einen Ausbilder. Wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, könnt ihr die Kriegskoryphäen-Einheit in eure Armee rekrutieren und mit einer Ausbildung einer neuen beginnen. Also ich kann im Grunde dadurch solchen Einheiten, wie ihr seht, hier irgendwelche besonderen Boni geben. Aber ich glaube, das ist etwas, was sich momentan einfach noch nicht lohnt. Denn hier zum Beispiel habe ich jetzt hier Polydoros, bringt als Kriegskoryphäeneinheit, die von den Strategos trainiert wurde, erhalten das Attribut verbesserte Flankenabwehr. Plus 30% Moral und plus 50% Waffenschaden für diese Kriegskoryphäeneinheiten. Das ist schon eine Menge. Und da habe ich jetzt hier 5 Stück auf Lager. Aber wie gesagt, das lohnt sich, glaube ich, jetzt momentan noch nicht. Dann gehe ich auch noch mal kurz in die Diplomatie. Wobei, ich bin mal überlegen. Ich brauche gerade eben tatsächlich nichts. Ich gebe ab. Da sehe ich momentan einfach nicht, was mir das gerade bringen soll. Aber ich starte direkt neben dem großen Big Boss hier, ne? In Korinth. Und ja, und Mykene, ne? Ja, Also ich meine meine wenig. ich ja, Korinth Ne, Mykene. schlecht ist das nicht. Ich meinte eigentlich Mykene. Ich habe bloß aus irgendeinem Grund gedacht, dass der in Korinth drin sitzt, weil das auch für mich gerade so aussah. So, und der Typ, der will mir jetzt auf die Mütze hauen. Alter, der geht hier nach Ägina in die Stadt rein, ne? Correctus. So. Weißt du, der Grund, warum ich das abgerissen habe, ist, weil ich ohnehin hier genügend Bronze mache. Die Siedlung selber macht ja auch Bronze. Also ich habe jetzt gerade mal ein Viertel meiner Bronzeproduktion verloren, deswegen kann ich damit voll leben. Ever faithful. Ja, also irgendwie ist das jetzt aber ein bisschen komisch. Ist der im Gewaltrudern unterwegs? Ist er, ne? Oder? Volle Wo Kraft, kann ich ja, noch. der Typ ist in Da, voller ne? Kraft, ja. Du meinst der Typ mit dem Löwenkopf und dem Löwen, Banner da. Ja, ne? Die 7 Regimenter da bei mir, ne? Genau, bei Torikos. Der hat Stellung volle Kraft, ja, der ist müde, wenn du gegen ihn kämpfst. Die Frage ist halt, also ich meine, ich weiß natürlich, er will nach Ägina, ne? Und ich könnte natürlich, Ajax the Great. wenn wir Dich in jetzt den Weg mal stellen, sagen, ne? ja, das überlege ich gerade, ob ich das versuchen soll. Aber ich sehe gerade eben, du hast echt nicht viel Bewegung. Also ich glaube, du kommst ihm gar Ja. nicht in den Weg. Du kommst ja Ich kann da auch maximal irgendwie bis gar nicht, hier. ich kann da auch irgendwie gar nicht hin, merkwürdigerweise. Ich kann das so klicken. Ah, doch, ich muss erst auf See und dann kann ich das machen, ne? Okay, weil guck mal, für mich sieht es so aus, dass du halt quasi nur bis hier so kannst. Also ohne selber in den Gewaltrudermodus zu gehen, und den würde ich dann echt nicht machen. Ja. Nee, ich glaube, es ist auch eher, ja, also ich muss abwarten, denke ich. Ja. Ich habe da keine großartigen Möglichkeiten, da sonst Einfluss drauf zu nehmen. Bei mir wird es ähnlich sein mit Erchominos. Ich muss jetzt erstmal eine größere Armee aufbauen und dann auf das Beste hoffen. So, was brauchen wir hier in dieser Stadt? Alter, meine Zufriedenheit geht runter. Meine auch. Weil Steuern. Und Schwierigkeitsstufe, die senkt es natürlich auch noch.
Wie viel Nahrung erzeuge ich hier in dieser Provinz? Fraktion 2200. Gebäude 61. Na, danke dafür. Okay, ja, das kann ich dann erst bauen, wenn ich das hier habe. Das heißt also, wir gehen auf... warte mal, aber ich komme doch auf Stufe 2. Das heißt, wir könnten zum Beispiel einen Spion rekrutieren. Mhm. Weil Zufriedenheit bekommen wir ja dadurch auch. Dann machen wir das erstmal. Und das Ding können wir dann später ersetzen. So. Und Kupfer haben wir jetzt erstmal. Gold machen wir auch. Und... ja, ich weiß nicht, ne? Also, ja, ansonsten warten wir halt ab, ne? Was die KI halt so macht. Ja. Viel mehr Möglichkeiten habe ich da eigentlich gar nicht. Ich habe übrigens ein cooles Gebäude, was auf Stufe 5 meiner Hauptstadtgebäude möglich ist. Das senkt sage und schreibe den Unterhalt meiner Schwertkämpfer um 2%. Ui, so viel. Ja, also, davon kann ich mir sofort ein Kaugummi kaufen gehen. Nicht alles auf einmal ausgeben, bitte. Genau, hast schon recht. ich brauche noch ein paar schnelle Flankeneinheiten. Hast du eigentlich mit jemandem Krieg dort auf der Seite? Ja, ich habe mit den Korinthern Krieg. Ja, siehst du, mit denen bin ich nämlich noch zum Beispiel gar nicht im Krieg, ne? Die Korinther. Aber ich krieg einen Meinungsmalus mit denen, weil ich ein Bündnis mit dir hab. Irgendwas ist ja immer, ne? Ja. Krieg ich das irgendwie hin? 1000, nee, das kriege ich nie jetzt schon gedealt. Ich bin am überlegen, mir eine Schmelzhütte gleich mal zuzulegen, weißt du, um so richtig dick in die Bronzeindustrie einzusteigen. Aber dafür müsste ich 800 Holz und 610 Stein herbekommen. Das kriege ich, glaube ich, unmöglich jetzt schon im Early Game hin. Mhm. Das sehe ich nicht kommen. Nee, das sehe ich nicht kommen. Aber vielleicht kann ich das hier machen. Ich hätte gerne mehr Wachstum. Dann baue ich jetzt einfach mal hier die Lehmziegelhäuser. So. Und damit gebe ich ab, ja. Sind ja momentan... der Anfang von solchen Total War Spielen kennen wir ja, ne? Das ist immer sehr, sehr gemächlich normalerweise. Ja, vor allen Dingen auf diesen hohen Schwierigkeitsstufen, ne? Ja. Das meinte ich damit, ja. Mhm. Also so wie wir es halt spielen. Noble Warrior. Ah, der will Megara angreifen, offenbar. Mhm. Aber Megara hat ja immerhin 7 Einheiten in der Garnison. Wo kann ich denn die Garnison nochmal sehen? Was haben wir da? Speerträger, 2 Inselplänkler und Schleuderer. Und was hat der? Irgendeinen Gerümpel, ne? Die Schleuderer bei mir sind entbehrlich. Bei dir auch? Ja, ich glaube auch, ja. We will claim victory. Also, das heißt, jetzt muss ich aber mal gerade wissen, wenn wir jetzt die Runde beenden und der meine Stadt belagert, wird dann das Gebäude noch fertig gebaut da drin? Nee, wird's nicht. Nee, ne? Das ist, glaube ich, der Mist an der Sache. Genau, das ist ja da bei allen Toten gleich. Das war nicht immer so, meine ich. Bei den Neueren ist das halt das Problem. Ja, bei den Neueren, so kenne ich das halt jetzt. Ich muss zugeben, dass, also es ist auch bei Rome noch der Fall. Ich meine, dass es bei Rome 2 der Fall ist. Ich weiß es nicht, du spielst ja gerade eben auch Medieval 2, da weiß ich das nicht tatsächlich. Ja. Aber ich würde vorschlagen, also wir haben jetzt ungefähr 30 Minuten, ne? Wir machen an der Stelle mal einen Cut und heute ist Freitag, ne? Aus der Sicht des Videos, gell, ja, aus der genau. Sicht des Zuschauers ist heute Freitag. Also ich bin live um 21 Uhr heute im Livestream. Allerdings sehr wahrscheinlich nicht, also nicht unbedingt mit, nicht unbedingt mit dem DLC hier.
Ich werde wahrscheinlich Medieval 2 spielen. Und du? Bist du auch live heute? Ich bin vielleicht oder? Live. Ich kann es noch nicht sagen, live. Aber okay. Die Leute kriegen das ja. Dann mit, wenn sie es wissen wollen. Ja, und weißt du schon, ob du den DLC spielst? Wenn, dann mache ich den DLC, weil sonst würde ich nicht live gehen. Ja. Also, ne, dann könnt ihr euch das ja schon mal so ein bisschen vormerken. Ne? 21 Uhr ich und der Merp, der ist dann, der schreibt noch eine Ankündigung, genau, wenn er live geht. Und bei mir gibt es Medieval und bei Merp gibt es Troy. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und bis dahin, Pax Vobiscum, Valete. Ciao.